Egal wo du bist, ob du im Zug bist oder an der Bahnhofstrasse oder beim Einkaufen oder sogar im Kino, wo eigentlich keine Handys mitnehmen sollst, du siehst immer Leute irgendwie in dem Bildschirm am Reinschauen. Also ich bin Inga und ich komme von der Destination Adelbodenlenk-Kandersteg. Und wir sind die Ersten, die ein Digital Detox Camp in der Schweiz anbieten. Ich bin Nora und ich bin Yogalehrerin seit ungefähr 6 Jahren. Und jetzt in Zusammenarbeit mit Adelboden Tourismus leite ich die Digital Detox Retreats. Die meiste Zeit verbringen wir nicht nur im Handy, sondern unsere Füße in den Schuhen. Und ich bin der Meinung, dass man viel mehr barfuß gehen sollte, weil so kann man auch viel mehr die Informationen dort fürs wahrnehmen und es hilft auch zum Erden. Im Sommer ist es kein Problem und wahrscheinlich macht es auch allen Spass, aber jetzt ist wirklich die Challenge, macht das im Schnee. Sind ihr dabei? Ja. In diesen Digital Detox Retreats geht es wirklich darum, dass wir digital entgiftet werden von all den Geräten, wo wir ständig in Berührung sind. Für die meisten Leute sind es, glaube ich, Handys, aber es gibt ja auch viele Leute, die sind den ganzen Tag vor dem Computer oder halt am Abend dann vom Arbeiten gehen sie entspannen vor dem Fernseher auf dem Sofa. Also es ist eigentlich vom einen Gerät zum nächsten Gerät. Im Digital Detox geht es darum, dass wir mehr wieder mit uns verbinden, dadurch, dass wir auch mehr in der Natur sind und mal die Geräte komplett von uns wegbringen. Und so fällt es auch leichter, wieder nach innen zu schauen, sich zu zentrieren und sich wieder ein bisschen mehr zu erden. Und was war für dich? Ein bisschen kalt. Spürst du noch deine Zehen? Ja, das ist fast okay. Also wir haben jetzt bisher 3 Digital Detox Camps durchgeführt und die waren bisher immer 4 Tage lang. Also man hat 3 Übernachtungen gehabt. Die sind dann in einer authentischen, naturnahen Unterkunft und hat dann halt auch Programm während des Tages, also von einer Wanderung, von Yoga, von Meditation, über auch Sachen wie Blumenkranz binden oder was anderes mit den Händen, Heilmittelherstellung. Also es gibt definitiv immer mal wieder einen Fall, dass man sagt, ach, hätte ich jetzt mein Handy, dann würde ich ein Bild machen oder dann würde ich jetzt meinem Freund schreiben, wie gut es mir geht oder irgendwie sowas. Aber die Erfahrung, die wir machen, ist halt, dass im Grunde genommen, dass man das Handy nicht hat, dass die Gruppe viel, viel stärker zusammenwächst, also wirklich als eins wird und dass man halt statt irgendwelchen WhatsApp-Nachrichten oder anderen digitalen Nachrichten halt echte Gespräche wieder hat. Man hat halt statt Smileys Gestik und Mimik, das ist halt sehr, sehr authentisch und tut wirklich gut. Detox kommt ja vom Englischen und bedeutet auf Deutsch entgiften. Vor allem, was zu viel ist, kann giftig werden. Und ein Handy ist ja nichts Schlimmes. Ein Computer, E-Mails beantworten, ist ja auch etwas Gutes. Aber wenn man das zu viel macht, dann kann es irgendwann giftig werden und das wird dann zu, ja, man hört das immer wieder, Burnout, Stress, all das, das ist ja nicht einfach irgendwie Hokuspokus. Das kommt ja auch, weil wir zu viel von dem Gift aufnehmen. Und deswegen Detox, wir entgiften von diesen digitalen Medien und wieder mehr rausgehen in der Natur und wieder zu sich finden. Also ich bin Danina Mutter und ich arbeite als Nachhaltigkeitsbloggerin und habe mich für das Digital Detox Camp beworben, weil ich das eine spannende Idee gefunden habe, einfach mal alle digitalen Sachen in meinem Leben kurz anzuhalten und so ein bisschen zurück einfach in die Ruhe und in die Natur, und habe es ein spannendes Experiment gefunden. Ich bin dort angekommen und dann hat es dann schon bald geheißen, eben so jetzt alle Geräte abzugeben und überlegt mir vielleicht so, muss ich es jetzt verstecken, damit ich es gleich so noch brauchen kann. Aber eigentlich ist der Moment, das Einzige, was ich eigentlich komisch gefunden habe, ist, dass ich wusste, dass ich in den nächsten Tagen mit meiner Familie oder ganz nahen Menschen nicht kommunizieren kann. Weil das ist so gewohnheitsmässig, dass man sich halt vielleicht jeden Tag immer mal kurz hört. Das habe ich komisch gefunden. Aber dann der Moment eigentlich, um das abzugeben, ist auch cool. Also es ist dann auch lässig, wenn man so startet in das Abenteuer und macht das. Und das war auch nicht so schlimm gewesen. Kannst du dir einfach vorstellen, du gehst in den Bergen, du tust mit der Natur verbinden, indem du wandern gehst, du tust richtige Gespräche führen und einfach, eigentlich machst du alles, was du vielleicht auch sonst würdest machen, aber ohne Handy, und dadurch bist du vielleicht viel aufmerksamer und merkst eigentlich, ja, viel mehr, wie es dir geht, weil du kannst leichter nach innen schauen.
wenn du das Handy hast, schaust du ja mehr zum Handy. Also deine Aufmerksamkeit ist nicht nach innen gelenkt, sondern nach außen gelenkt. Das Ziel von Digital Detox Camp ist eigentlich wirklich, zu sich selbst zu finden, zu erden und eine ganz intensive, besondere Erfahrung mit sich selbst und der Natur zu haben.